So Leute, heute ist wieder ein gewöhnlicher Trainingstag und ich habe angekündigt, ihr habt die Möglichkeit, den neuen Split zu erfahren. Heute zeige ich ein paar Ausschnitte aus meinem Rückenbauch-Wadentraining. Warum? Ganz einfach, schwerpunktmäßig Fokus mehr auf die Beine. Das heißt, es wird ganz klar isoliert trainiert und natürlich den Oberkörper darf nicht hundertprozentig vernachlässigt werden, aber dennoch muss das alles ein bisschen reduziert werden, sodass mehrmals pro Woche jetzt, und das probiere ich aus, auf Rat einiger Trainer, probiere ich einfach höhere Reize zu setzen. Das heißt, ich beginne heute mit engen Klimmzügen, mache dann mit Ablagetraining Kreuzheben, dann enges T-Bar-Rudern frei. Dann geht es weiter Waden im Sitzen und einen gewöhnlichen Bauchzirkel. Ja, herzlich willkommen zum neuen Split Rückenbauch-Waden. Also Rücken, hier zeige ich die Anfangsübung Klimmzüge frei. Als Gewöhnungsübung natürlich wichtig für euch, Rotatoren und Schädel wirklich erwärmen. Ansonsten, wenn ihr sofort mit Klimmzügen anfangt, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Wirklich eine Rotatorenerwärmung, das heißt ein bisschen über Kabelzug arbeiten, Adduktion, Abduktion und ansonsten mit einem Terraband arbeiten. Split habe ich ja schon näher erläutert, soll Fokus auf Beine sein, aber dennoch wird natürlich auch Oberkörper ganz normal gelegt. Deswegen auch später mit Ablagentraining, aber die Klimmzüge wird dann natürlich und hier im nächsten Satz natürlich mit Gewicht gearbeitet. Am besten ist, hier nehmt euch einfach einen Gewichthebergürtel oder je nachdem, was ihr an Gürtel habt, breit oder eng, je nachdem, wo ihr den Fokus drauf legen wollt. Ich wollte hier wirklich den Latissimus, also den breiten Rücken, wollte ich hier anteilig haben, also muss dann entsprechend breit arbeiten. Zum Schluss greife ich auch ein bisschen enger. Ja, und ansonsten könnt ihr dann halt im Wiederholungsbereich nach Belieben das ganz individuell gestalten. Je nachdem, welchen Fokus ihr haben wollt. Ich arbeite zum Schluss immer tendenziell ja, im Wiederholungsbereich so 2 bis 3. Also wirklich eher im IK ansatzweise. Oder ich gehe maximal bis 5, aber habe jetzt kein 5er-System, weil ich ja damals schon gesagt habe, ich halte jetzt von einem 5er-System nicht wirklich was. Kommt eigentlich aus einem ganz unterschiedlichen Bereich und das 1:1 zu übertragen, ist natürlich ein bisschen anders. Gut, das nächste wäre dann das Ablagetraining und hier sieht man natürlich eine ganz geringe Roam. Ich habe jetzt extra mal die Perspektive nach hinten gewählt, um einfach mal ja, den Fokus auf den Rückenstrecker ein bisschen zu haben. Ansonsten werde ich gleich nochmal eine seitliche Perspektive euch zeigen. Ja, und ich arbeite jetzt schon mit Zughilfen. Warum das Ganze? Weil das Training noch anstrengend genug wird und ich die Zugkraft einfach brauche. Ich habe zum Schluss gearbeitet, ich weiß nicht, ob es drauf ist, mit 240. Aber das war nur ein Einer-Maximum und das hat mir gezeigt, dass das Training auf jeden Fall funktioniert und auch progressiv für mich gut tut. Ja? Dann wird natürlich nur noch im Wiederholungsbereich und mit Ablage auch ordentlich gearbeitet. Das heißt, auch wenn ich mit Ablage arbeite, kann ich natürlich wesentlich mehr Gewicht bewegen. Das ist einfach so, weil die Roam wesentlich geringer ist. Aber dennoch probiere ich natürlich so ordentlich wie möglich zu arbeiten und das kann ich halt durch das Ablagetraining. Warum Ablagetraining? Ganz einfach, weil ich Kreuzheben zweimal die Woche jetzt drin habe. Einmal mit gestreckten Beinen und einmal halt mit Ablage, um da einfach nochmal einen anderen Fokus zu kriegen. Und alle Anteile habe ich zum Beispiel bei T-Bar-Rudern. Ich habe, probiere natürlich das so isoliert wie möglich zu betrachten. Aber dennoch müssen natürlich Grundübungen rein. Und wer Grundübungen liebt und einfach seinen Schwerpunkt dort kennt, kann ich das auch nur empfehlen, auch über Grundübungen alles möglichst zu gestalten. Hier sieht man auch, dass ich zwischen jeder Wiederholung auch eine ordentliche Pause mache, weil das für mich sehr wichtig ist. Man weiß ja bewusst, dass die Kreatinphosphatspeicher alle 7 Sekunden möglichst wieder gefüllt werden. Also das ist ja ein ganz kleiner Speicher, der auch sehr viel ausmacht bei uns in einem anaeroben alaktazinen Bereich, in dem wir auch ordentlich kraftmäßig arbeiten können. Deswegen, dieses Durchpumpen mache ich natürlich zum Schluss. Ja, um alle Fasern nochmal ja, anzuspannen, aber ich habe mich einfach darauf fixiert, ein ordentliches, schweres Training zu machen und das geht auch einher mit einer ordentlichen Pause. Ja, je schwerer mein Training ist, desto länger habe ich halt die Pause. Gut, jetzt kommen wir zum T-Bar-Rudern. Hier erster lockere Satz. Und gleich habe ich nochmal eine andere Perspektive, wo man halt die Roam
auch ganz anders noch erklären kann. Ich arbeite hier gerne mit, ja, mit so schwämmähnlichen, ja, wo ich einfach die Griffkraft nochmal variieren kann und einfach einen guten Grip habe. Talkum kann man natürlich arbeiten, aber manche Studios mögen das einfach nicht, wenn alles voller Talkum ist. Das ist natürlich auch studiobedingt und je nachdem, das ist auch eine ziemlich schmierige Angelegenheit, wenn man immer ja, die Trainingssachen hat. Deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, das so einfach wie möglich für mich zu gestalten und mich nicht dreimal am Tag umziehen zu müssen, weil alles voller Talkum ist oder Kreide. Deswegen kommen hier die Pads zum Einsatz. Den letzten Satz erkennen wir jetzt nochmal hier. Man sieht vielleicht auch schön, wie ich die Bewegung schon beginne. Also einmal der Stand wird fixiert und dann wird halt ein ordentlicher Bewegungszug, der natürlich jetzt mit Rückengürtel, also mit einem ordentlichen Gürtel gemacht wird, weil es einfach der letzte Satz war und ich schon ein bisschen angeschlagen natürlich war. Und dann jetzt haben wir hier eine gute Hammerstrench-Maschine, die nochmal ja, ein ähnliches Tiber-Ruder verhalten, was aber ja, über das Ruderelement einfach gemacht wird, das heißt eng am Griff, am Körper vorbeiziehen. Ich habe mir jetzt hier die Hilfe zugenommen, dass ich eine Bank mir hingestellt habe, damit ich den Körper gerade habe und auch ein bisschen ja, fixiert arbeiten kann. Das bietet mir eigentlich wesentlich mehr, als einfach das im Stehen zu machen, weil einfach die Erfahrung gezeigt hat, hier ein Vor- und Zurückschwingen bringt es nicht wirklich was, wenn ich ordentlich schwer arbeiten will. Das ist immer noch der erste Satz und man sieht, ich schwitze ein bisschen. Ja, und bei den 92 Kilo, die ich jetzt wieder habe, macht das Training natürlich auch wesentlich mehr Spaß. Aber ich muss auch sagen, dass natürlich auch die Schwere des Trainings wesentlich mehr zugenommen hat und das mich natürlich auch dann gleichzeitig fordert. Also es geht nicht nur einher mit mehr Schwitzen und zwischen den Satzpausen mehr Pause, sondern man merkt es auch am Ende des Trainings, dass ein erhöhter Kalorienbedarf auch da ist. Jetzt der letzte Satz, da passiert was Lustiges. Das seht ihr gleich oben rechts an der Scheibe. Nee, ich korrigiere, das passiert gleich im nächsten Satz. Das ist immer noch ein moderater Satz. Wichtig vielleicht nochmal den Schwerpunkt, falls ihr die Maschine habt, also eine ordentliche Rudermaschine, die könnt ihr natürlich im Sitzen ausführen, ist auch gut so. Könnt ihr natürlich auch mit einem Kurzhanteln. Müsst ihr halt nur darauf achten, dass die halt am Körper vorbeigezogen wird, so eng wie möglich und natürlich nach unten geführt wird. Also nicht zur Schulter hin arbeiten, sondern wirklich in Richtung pro Bein, also möglichst lang nach unten achten. Und hier muss ich nochmal korrigieren, die Bank, weil einfach es passiert, dass sich die Bank natürlich verschiebt durch den Druck. Man kann jetzt eine Gewichtsschleife davor legen, das habe ich natürlich gemacht, aber auch die ist nicht immer ganz klar in der richtigen Position. Hier muss ich nochmal korrigieren, damit das für mich angenehmer und auch ordentliches Gefühl dabei ist. Und ich drücke nochmal oder ich weise nochmal ganz klar darauf hin, dass das Muskelgefühl viel entscheidender ist als eigentlich das Gewicht am Ende des Tages. Natürlich zählt das Trainingsvolumen und das definiert sich natürlich auch Gewicht, Satz und Wiederholungszahl, wie das Volumentraining eigentlich stattfindet, was ich auch sehr für gut erachte. Aber dennoch, ja, hier sehen wir es jetzt, die 20er Scheibe ist runtergefallen, das ärgert mich natürlich, weil die Ablage bei den Hammerstrench-Geräten ist einfach, ja, viel zu kurz, finde ich persönlich, wenn man wirklich schwer arbeiten will. Deswegen muss man dann oftmals mit einer 25er Scheibe anfangen. Das hat mich natürlich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ich habe es extra drin gelassen, damit ihr auch mal seht, dass mir das auch passiert und es passiert jedem Nummer. Und hier korrigiere ich nochmal und hoffe, dass das oder dass die Maschine hält. Und links funktioniert jetzt relativ gut, nur jetzt kommt gleich ein Trainer, der sieht das Problem, dass er sieht, dass alles draufgepackt ist und probiert das eigentlich festzuhalten. Ja, und ist natürlich dann wiederum auch eine schwierige Angelegenheit. Also er fixiert es nur, ist auf jeden Fall super nett. Vielen Dank erstmal dafür. Und ja, dann das war dann mein letzter Satz. Jetzt kommt der Auspumpsatz. Auch eine schöne Hammerstrench-Maschine. Ich arbeite momentan alles über Grundübung und dann wird nochmal ausgepumpt über die Maschine. Super toll, sehr gutes Gefühl.
Eieiei, ich schwitze ja wie Sau, ey. Guckt euch diese Achseln an, ist ja widerlich. Ja, ansonsten wird nochmal schön reingezogen in den Rücken. Ja, ist nicht mehr viel zu sagen. Jetzt findet hier das Auspumpen statt. Gleich habe ich noch eine Ruderübung, die am Turm, also über Kabel stattfindet. Und da könnt ihr dann vielleicht gleich sehen, ja, wie das eigentlich sein sollte, das Ruderverhalten. Man sieht halt die Vorspannung und dann sieht man von der Vorspannung in den Rücken arbeiten. Nicht immer, wie viele meinen, das ist zwar schön und wenn sie auch ein gutes Gefühl haben, kann ich auch nichts dabei oder dazu sagen, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Jeder macht halt seine eigene Erfahrung, aber ich kann euch sagen, um einen guten Fortschritt nochmal zu erreichen, müsst ihr einfach die volle ROM und damit auch die Vorspannung nehmen. Ihr könnt jetzt das Gewicht ablegen, wie das im Pit auch gedacht ist, damit ihr eine vollständige ROM auch macht. Aber dennoch ist es halt wichtig, das Muskelgefühl zu haben. Und für mich zeigt es einfach über die ganzen Jahre, dass das Muskelgefühl erst da ist, wenn ich die vollständige ROM und damit die Vorspannung nach vorne habe. Nächster Satz. Und das ist ja schon fast mein Ende des Trainings. Leider hat der Akku nicht gereicht für Bauch und Waden, aber ich kann das natürlich gleich nochmal schnell erklären. Bauch war ein gewöhnlicher Bauchzirkel aus Toe to the Bar. Also das heißt, die Füße an die Stange werden einfach nach oben gezogen. Dann habe ich gewöhnliche Crunches. Dann hatte ich die seitlichen noch drin, jeweils mit 3 Sätzen. Und Waden war heute auf dem Programm, nur Waden im Sitzen. Dadurch, dass ich zweimal die Woche jetzt Waden im Stehen nochmal mache, das natürlich frei. Ja, und ansonsten sehen wir jetzt auch mal eine Ruhephase. Und das war mir auch wichtig, um es mal zu zeigen, wie wichtig doch für mich Motivation, das heißt über Musik im Training. Und man sieht einfach hier bei mir, es geht einfach auch dem Ende zu. Ja, Kraft ist weg. Dennoch noch ein gutes Trainingsgewicht für meine Verhältnisse. Jetzt wird kurz ein Stückchen getrunken, das kann ich euch sagen. Ich trinke Wasser, ich habe kein isotonisches Getränk oder Kohlenhydrate, irgendwas drin. Das kommt für mich nach dem Training eher zum Einsatz, um da, wenn überhaupt, die Glykogenspeicher zu füllen und nicht beim Training. Ansonsten hätte ich ein anderes Ziel und das ist nicht mein Ziel, dass ich beim Training die Glykogenspeicher voll. Da ist der letzte Satz und da verabschiede ich mich mal schon mal bei euch. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video natürlich bei den weiteren Splits. Und wer möchte, kann ich natürlich 1:1 nochmal den Plan online stellen. Dann mich einfach nochmal persönlich anschreiben oder kommentieren. Ich hoffe, dass ich das irgendwann hinkriege. Ich habe momentan natürlich einiges zu tun. Und deswegen kommen auch momentan nicht so ganz viele Videos. Ich hoffe, euch gefallen die Basisvideos. Und wie gesagt, volle ROM arbeiten, achtet wirklich auf eure Ausführung, Trainingsgewicht. Und dann kommen auch automatisch mit guter, gesunder Ernährung die Erfolge. Sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe wieder ein Basiswissen-Video. Deswegen postet hier einfach mal drunter, was interessiert euch. Folgt mir auf Instagram, Facebook und natürlich den YouTube-Channel abonnieren. In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns.